Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir werden alle sterben, dem Wissenschaftsvideocast auf Leben und Tod. Wir fragen uns heute, würden außerirdische Besucher die Menschheit vernichten? Wir machen heute nämlich wieder eine Sonderfolge anlässlich von Fast Forward Science und das Thema ist Aliens. Einige Antworten auf unsere Frage finden wir schon hier auf der Erde. Deswegen gucken wir auch nicht zum Himmel hoch, sondern quasi vor unserer Haustür. Invasive Arten, zum Beispiel diese hübsche Blume hier, sind nämlich quasi irdische Aliens und sie kommen sehr oft nicht in Frieden. Wir Menschen transportieren seit Jahrtausenden verschiedene Organismen quer über Land und Wasser, aber seit dem 20. Jahrhundert hat das Phänomen dramatische Ausmaße angenommen und die Organismen kommen in importierten Topfpflanzen, im Gepäck von Touristen oder im Ballastwasser von Schiffen hierher. Und sie richten in vielen Ökosystemen ganz erhebliches Chaos an. Am stärksten betroffen davon sind kleine Inseln und ihre einheimischen Tierarten. Und das ist für uns natürlich eine schlechte Nachricht, denn unser Planet ist eine kleine Insel in einem großen Kosmos und wir sind so eine endemische Art, die nirgendwo anders hin kann. Es könnte uns also ergehen wir den Beuteltieren von Australien, die nach der Ankunft der Menschen von den mitgebrachten Katzen, Kaninchen und Schafen verdrängt und ausgerottet wurden. Möglicherweise sind wir in Zukunft also die Quokkas des Universums und leben auf einem winzigen Bruchteil unseres ursprünglichen Lebensraums, geschützt von den Außerirdischen, die Selfies mit uns machen, weil wir so niedlich sind. Australien zeigt auf jeden Fall zwei Mechanismen, wie so ein außerirdischer Besuch uns schaden könnte, denn die Außerirdischen werden nach der langen Reise ja nicht einfach nur zu uns runtergucken wollen, sondern haben dann auch ganz bestimmte Interessen. Sie könnten uns zum Beispiel einfach jagen und töten, wie die Katzen in Australien, die die Beuteltiere jagen und töten. Und auch in anderen Weltregionen hat man neben den Katzen auch Ratten und Baumschlangen, die sich durch die einheimische Fauna fressen. Aber auch wenn die Außerirdischen in Frieden kommen, sind wir damit noch nicht in trockenen Tüchern. Denn man sieht in Australien die Schafe und die Kaninchen, die fressen natürlich keine Beuteltiere, die fressen aber die Nahrung der Beuteltiere, die zerstören ihre Ökosysteme, die verdrängen diese Tiere in marginale andere Gebiete und lassen so ihre Populationen schrumpfen. Und ein ganz dramatisches Beispiel dafür, wie so eine invasive Art auch völlig unbeteiligte und wenig betroffene andere Arten gefährden kann, ist der Lake Michigan, einer der großen Seen in Nordamerika. Dort ist nämlich seit der Jahrtausendwende die Quaggamuschel heimisch. Die hat sich rasant ausgebreitet und einen Teil der einheimischen Weichtiere natürlich von ihren angestammten Plätzen verdrängt. Aber diese Muschel filtriert das Wasser sehr, sehr effektiv und filtert Schwebstoffe und Nährstoffe und Plankton raus, sodass Fische und andere Tiere keine Nahrung mehr finden. Die Muschel hat also quasi die Nahrungskette dieses Sees durch sich selbst umgeleitet. Und der See gehört jetzt dadurch quasi den Muscheln und alle anderen Arten müssen sich anpassen. Also außerirdische Invasoren oder eben invasive Arten können katastrophale Folgen haben, aber das ist natürlich nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte der Geschichte ist, dass hier auf der Erde viele invasive Arten überhaupt kein Problem darstellen. Es ist nur ein kleiner Teil. Zum Beispiel hier in Deutschland sind 17 Vogelarten heimisch geworden und von denen gelten nur 3 als Problem und die anderen sind einfach Teil unserer Ökosysteme geworden und haben die Ökosysteme vielfältiger gemacht und dadurch sind unsere Ökosysteme natürlich auch ein bisschen resistenter gegen Veränderungen geworden.
Also Einwanderung, biologische Einwanderung ist ein wichtiger Motor der Evolution und natürlich könnte so ein außerirdischer Besuch auch unsere kulturelle, unsere technische, unsere gesellschaftliche Evolution deutlich vorantreiben. Außerdem sind einige eingewanderte Pflanzen und Tiere ja auch sehr nützlich, wie zum Beispiel diese Kartoffel. Es ist also überhaupt nicht klar, wie es ausgehen würde, wenn plötzlich Außerirdische in der Erdumlaufbahn auftauchen. Es kann gut ausgehen, es kann schlecht ausgehen. Möglicherweise hängt das auch sehr stark davon ab, wie wir damit umgehen. Auf jeden Fall haben wir relativ gute Überlebenschancen im Fall eines außerirdischen Besuchs. Es sei denn, wir bauen mal wieder Scheiße. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben.